Also eigentlich wollte ich ja noch ein bisschen was vorbereiten. Da kommt dieser Wolf hier um die Ecke. Der hat uns auch gleich zweimal ins Knie gebissen. Also starten wir jetzt schon mal durch. Wow, da hat uns gleich mal ein Wolf ein klein wenig angenagt. Den würde ich glatt mal eben ernten. Wow, ich habe jetzt leider noch nicht allzu viel vorbereiten können. Aber es wird auch gerade dunkel. Wir machen gleich ein kleines Nickerchen, machen dann im Hellen weiter. Immerhin. Das nächste Beet ist fertig. Und damit herzlich willkommen zurück bei The Infected. Ich wollte hier irgendwas anpflanzen, ne? Was hast du denn hier? Wir haben Gurken gefunden beim letzten Mal. Die knüppel ich da gleich nochmal rein. Und, hier, die kannst du ernten. Das ist schon mal sehr gut. Die kannst du ernten. Die kannst du auch ernten. Den Mais. Dann dürfte ich jetzt aber auch relativ voll sein. Warum geht das hier nicht? Gewässert ist es. Dauert nur noch ein bisschen. Ja, alles klar. Dann gleich wieder rein damit. Melone. Kommt man denn hier wieder raus? So. Da regnet es doch. Das passt doch perfekt. Melone. Melone. Und jetzt hier mal den Mais. Der erste Wolf. So, und zwar habe ich mir so ein Kupferbogen. Jetzt geht das wieder los. Kupfer kannst du hier lassen. Eisen auch. Und hier das Leder kann hier mal rein. Knochen haben wir diverse. Da würde ich mir gleich mal vielleicht ein paar Pfeile machen wollen. Damit ich auch mal den Bogen nutzen kann. Ich will nur mal ganz schnell... Ich habe mir so einen Wagen vorbereitet. Da müssen noch drei Holzscheite rein. Da muss ich noch mal raus ins Dunkle. Ich finde es aber auch jetzt nicht wieder hier. Hier hast du aber nur noch zwei. Dann hack mal bitte den hier noch. Dass wir uns mal diesen Wagen zimmern können, dass ich mal größere Mengen Scheite transportieren kann. Das könnte ja schon mal ein bisschen helfen. Ne? So, fertig ist er. Angucken tun wir uns, wenn wir geschlafen haben. Und wir hier ein bisschen sehen können. Allerdings habe ich hier auch bald ein kleines Proteinproblem. Ah, hier liegt ja noch Fleisch drauf. Sehr gut. Dann essen wir uns nochmal richtig satt. Musst du dir auch schon mal alles reinknallen? Einmal Wasser noch. Schon wieder ein Wolf. Okay, so langsam wird es Zeit, dass wir unseren Zaun hier an den Start kriegen. Fühlt sich nicht so gut an, wenn man hier ständig angeheult wird, obwohl das geil ist. Richtig unheimlich. Hilfe! Ganz coole Atmosphäre hier. Einen Moment. Ich mach mal ein Schläfchen. Sollte vielleicht auch irgendwann mein Haus mal fertig machen. Ich fühle mich richtig unwohl mittlerweile. Ja. Der wird ja wohl nicht hier reinkommen, während ich hier schlafe. Wir müssen leider bis 6 Uhr durchziehen, sonst, ne? Sehen wir hier draußen nichts, da ist schon wieder dieser Wolf. Ich hätte ja zu gerne einen Pfeil, bevor der mal hier ankommt.
Jetzt mal gucken, was wir brauchen für diese Knochenpfeile. Seht ihr denn? Da hinten schlawenzelt er rum. Immer schön locker bleiben, Hund. Ich gucke erstmal hier. Knochenspeer. Wow. Oh. Hör auf. Gott, habe ich mich verjagt. Hat er mich diesmal eigentlich erwischt oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Nee. Okay. Wie viel Schaden hat er hier an der Foundation gemacht? Oh, doch schon. 12. Mit zweimal zubeißen. Okay. Sorry, ich muss mal ganz kurz gucken. Knochensplitter, 5 Fasern und 3 Stöcke. (6, 7, 8, 9). Kann ich die auch? Sind das auch hier diese Bündelgegenstände? Ja. 5 Stöcke. Nee, warte mal. Doch. Was sind die hier, was anderes? Nee, ist nur anders aufgelistet. Also Knochensplitter, Federn, Stöcke, Seile. Knochensplitter, Federn, Stöcke, Seile. Also brauchen wir erstmal Seile. Knochensplitter. Ach du Scheiße, jetzt bin ich mal überladen. Schon da draußen wieder was trapsen gehört. Du brauchst die Federn. Und du musst hier irgendwie, lass mal das hier. Nee, die kannst du nur zerstören. Also er meint einen Knochen damit, ne? Den kann ich nicht noch irgendwie zerteilen. Dann, lass mal gucken. Wir brauchen hiervon 5. Dann 5 Seile. Fünf Stöcke. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was noch. Federn, ne? 5. Okay, das geht nicht. Na. Scheiße, jetzt habe ich keinen Platz mehr. So, ganz kurz gucken. 5 Knochensplitter, 5 Federn, 5 Stöcke, 5 Seile. Mache ich das bei mir in der Tasche oder was? What the fuck? Oh! Zombies! Wembies! Wembi-Zombies! Geh weg! Du stinkst! Jetzt hat er mich getroffen, der Penner. Oh Gott. Bin ich verletzt? Was ist denn jetzt hier? So ein Fuchs oder was das sein soll? Jetzt wollen sie es aber wissen hier von mir.
Da. Lass mal den Zombie ernten. Den Wemby. Zombie Wemby. Hallo? Kann ich den abwerfen? Aber das ist mein Speer weg, ne? Ich bin so überladen, ich kann gerade nicht. Fisch. Der geht baden. Kommt er jetzt? Ich sehe ihn nicht. Ich würde gerne hier auf meine Erhöhung. Anscheinend kommen die hier nicht so gut drauf. Gott, was hier alles kommt. Ich brauche einen Zaun. Jetzt muss ich echt vorwärts gehen. Was macht ihr denn, der Scheißfuchs hier? Ich will doch eigentlich nur ein paar Pfeile bauen, Herrgott. Er wird schon gleich nochmal anklopfen, nehme ich an. So nochmal, ich, Knochen, Federn, Stöcke, Seile. Mann. Knochen, Federn, Stöcke, Seile. Nee, das hatte ich eben alles. Hä? Habe ich eben irgendwas falsch gemacht? Ich verstehe das gerade nicht. Warum ich mir die Pfeile nicht bauen kann? Habe ich da irgendwas übersehen? Nö. Soll ich es mal mit einem probieren? Unterscheidet sich das irgendwie? Ja, Splitter halt, ne? Muss ich da drauf rumprügeln mit der Axt oder wie ist das? Oder brauche ich echt erst einen Köcher? Zweimal Tierhaut habe ich? Dieser Fuchs, der macht mich wahnsinnig. Dass der gleich hier drin steht und mich kaputt beißt. Brauche Platz, damit ich die Tierhaut hier noch reinkriege, wenn möglich. Okay, ich mache mir erst einen Köcher. Vielleicht liegt es auch da dran. Na, zwei. Den kann ich wahrscheinlich nur in der Werkbank bauen, ne? Ja, keine gültige Anleitung. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt hier. Und dieser Fuchs, der treibt mich zur Weißglut. Jetzt kommt noch ein Schaf dazu. Gleich raste ich am Speer mal so richtig aus. So, zwei. Weil den kann ich ja schon mal bauen. Kann ich jetzt vielleicht auch mal bitte meine Pfeile bauen? Nur so als Frage. Ah ne, hast du schon? Die will ich nicht. Was fehlt jetzt noch? Die Knochen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, woran es liegt. Sicherheit an den Knochensplittern und den Knochen, ne? Okay. Leder kommt hier erstmal wieder rein. Und die vier Knochen zumindest mal. Kann ich mich jetzt schon wieder ein bisschen bewegen? Wo ist denn der Fuchs? Ihr habt alle geschrieben, der macht so ultra viel Schaden. Deswegen traue ich mich da jetzt nicht hin. Was sagte meine Energie? 60 Gesundheit habe ich noch.
Hey, ich treffe nicht. Oh. Schnell nochmal Verband drauf. Jo. Okay, der hat mir erstmal ein bisschen was abgezogen, der Gute. Ey, wenn man hier die ganze Zeit irgendwas kämpfen muss, ne, ist natürlich auch nicht so meins. So, das kannst du mal durchbrutzeln lassen. Wir müssen schon wieder trinken. Proteine brauchst du auch wieder ein paar. Oh, hier kannst du glatt schon wieder alles ernten. Sehr gut. Das ist ja nice. Aber bevor jetzt hier stand da, wo ich das herstellen kann. Das ist jetzt gerade irgendwie ein kleines Problem, was ich da habe. Vom Spieler oder eine muss in den Köcher gelegt werden. Ja, ich muss diese Knochen irgendwie zerlegen in Splitter. Ich möchte gern eigentlich nur einen abwerfen. Ich kann die nur zerstören. Wie bekomme ich aus dem Knochen Knochensplitter? Gibt es hier irgendwas? Gibst du chemisch verbesserte Werkbank? Nö. Fürchte leider nicht. 10 Eisenbahnen für ein Wasserbecken. Oh, alter Schwede. Ein Trockengestell, das könnten wir uns schon fast mal hinstellen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das herstellen kann. Gibt es denn hier nicht irgendwie Gegenstandspedia? Herstellungsinfo. Nee. Knochensplitter. Oh, an der verwässerten Werkbank aus Knochen hergestellt. Alles klar. Da ist schon wieder so ein Ulla-Zombie. Ich weiß auf jeden Fall schon mal, dass ich mir normale Pfeile machen muss. Ich habe keinen Speer. Scheiß die Wand an. Ich habe keinen Speer. Also erstmal Knochen sammeln auf jeden Fall. Freunde der Nacht, ist das eine Runde. Das habe ich natürlich jetzt nicht gepeilt. Ich müsste mir doch jetzt mal schnell Steinklinge, einen Speer herstellen, wenn es geht. Steinklinge, 3 Stöcker, 5 Pflanzenfasern. Er hat mich gesehen. Er wird mich auffressen. Komm her, du. Wo bist du denn? Lass mein Haus heile. Das mehrere oder? Der kommt immer so verzögert, der Schlag. Von Tante. Also wenn jetzt demnächst noch mehr von den Jungs kommen, dann kriegen wir hier aber ein kleines Problemchen. 21 Gesundheit. Geht die durch Essen wieder nach oben oder nur durch Schlafen? Hm.
Na, kannst du dir gleich noch mit reinhauen, das Fleisch. Ich mache mir jetzt normale Pfeile. Peinlich. Aber ich habe es nicht gepeilt mit der verbesserten Werkbank, ehrlich gesagt. Dachte, ich könnte hier gleich einen auf dicke Hose machen. Wir brauchen Steine, Federn, Stöcke, Seile, alles klar. Ich hoffe, mit 5 Steinen kriege ich das schon hin. Steine, Federn, Stöcke, ist jetzt wieder zu wenig. Meine Kupfererz gleich ist ja gar nicht mal so verkehrt. Ich wusste, dass ich diesen Stein nicht mehr aufheben kann. Denn wenn das jetzt nicht funktioniert, breche ich in Tränen aus. Ich sag's nur schon mal. 5 Steine, 5 Seile, 5 Federn. Und hiervon auch noch 5, ne? Haha, Steinpfeile. Okay, die 5 haben wir schon mal. Zombie-Kevlar, hä? Oh, hier ist der Ofen aus, tatsächlich. Können wir hier noch was schmürgeln? Ne, leider nicht, muss noch... Steine schnell mal holen. Geht noch ein bisschen was? Jetzt nicht mehr. Einer? 2. Alles klar. Ich doch einen Stein vor der Tür. Einen noch rein, ein bisschen was zum Durchbrennen. Ich sollte mir auch nochmal so einen Feuerholzständer tatsächlich ins Haus bauen. Bringen wir das von hier auch hin? Ja, sieht gut aus. Zünd mal bitte an. Steine kannst du hier noch ein paar reinpacken. Ich muss jetzt erstmal mich um Holz kümmern. Wir probieren mal den Wagen aus, ne? Wo der Tag gleich wieder rum ist. Cool. So, jetzt mal hier hin, hier. Und jetzt vielleicht mal ein paar Stämme eingeladen. Dann haben wir jetzt doch nochmal eine Möglichkeit, ein bisschen mehr davon rumzuschleppen. Wie viel passen denn da so rein? Und hoffentlich kommt jetzt hier nicht noch was. 2 Wembis, 2 Wölfe und ein Fuchs. Ich persönlich finde ja, das reicht erstmal. Für einen Tag. Vor allem, da ich noch nicht so gut mit dem Speer zu Fuß bin. Ups, warte mal, da geht doch noch was. Grabelst du schon wieder so gierig da dran rum? Okay, das geht nicht. Musst du den hinschmeißen. Zwölf Stück, ist das richtig? So. 3. Sechs. Erste Zaun fertig. Neun. 11. Was ist das denn für eine Zahl? Okay.
12 Holzscheite nur für den... Ist doch nicht dein Ernst. Schieß los mit deinem Wegelchen hier. Belohne nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist aber ein dicker Brummer. Da gibt doch ein paar mehr Stämme hier bestimmt. Alter. Jo. Okay. Das lohnt sich mal. Der Wagen ist weg. So, nice. Du kannst wieder zurück tingeln. Moin. Lauf weg. Alles klar, liebe Leute. Dann machen wir doch mal gleich ganz passabel Schluss an dieser Stelle, da mich dieser Wemby mal hinübergeholfen hat. Mist, ich muss noch ein bisschen besser an dem Timing arbeiten, um die wegzustechen. Ich bin immer noch ganz uffierig, wenn die vorbeikommen. Na gut, umso dringender brauchen wir den Zaun, ne? Liebe Leute, in der nächsten Folge... Geht's dann weiter. Für die machen wir erstmal Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei The Infected. Ihr denkt an den Daumen, wenn es euch gefallen hat. Macht es gut. Bis denn. Ciao. Ist er noch da jetzt eigentlich? Warte mal. Die kommen doch viel zu häufig, die blöden Viecher. Nee, der hat Feierabend gemacht. Alles klar, machen wir jetzt auch. Ciao.